Hallo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ich habe eine Woche Urlaub gemacht und habe mir ein bisschen Ruhe und Entspannung gegönnt. Kein Ärger, kein Stress, kein gar nichts. Aber ich bin wieder voll im Saft. Ich habe sogar wieder richtig Motivation, mich an Black Ops 4 zu setzen. Das habe ich gestern Abend auch getan und habe mal geguckt, was ich denn jetzt schon länger nicht gemacht habe. Und da ist mir eins ins Auge gefallen, was absolut elementar ist, um ein Spiel gut zu spielen. Und zwar die besten Klassen und die besten Ausrüstung dabei zu haben. Und das Ganze werden wir heute nachholen. Das letzte Klassen-Setup-Video ist im Prinzip von Anfang Black Ops 4 nach der Beta von mir. Und damals gab es ja noch ganz, ganz viele Patches nicht. Die Waffen sind noch nicht so, wie sie jetzt gewesen sind. Vieles hat sich geändert und ich werde euch heute ein, zwei Gameplay-Ausschnitte zeigen, wie ihr mit den Waffen, die ich euch vorstelle, spielen könnt. Und damit wir auch leicht entspannt anfangen können, hauen wir uns die allererste Klasse rein. Dafür werdet ihr mein wunderhübsches Gesicht nicht sehen, aber die Klassen. Und ich kann euch garantieren, mit diesen Klassen schafft ihr eure Nuke, wenn ihr darauf geht. Lasst uns gucken, was wir als allererstes da haben. Zuallererst haben wir, das ist für mich eine meiner Lieblingswaffen mittlerweile, weil sie wirklich gut gemacht wurde, die KN57. Wir haben sie vollkommen mit Aufsätzen überladen. Das macht die Waffe stark. Und das einzige Perk, ihr habt die Sachen ja gesehen. Ich habe euch vorgestellt Taktikmaske, ich habe euch Gung-Ho jetzt gerade vorgestellt, Gewandtheit habe ich euch vorgestellt, Totenstille habe ich euch vorgestellt. Gung-Ho ist im Prinzip das Perk, was ihr in jeder Klasse ohne Ausnahme haben wollt. In jeder einzelnen Klasse. Natürlich nehmen wir die Steam Injection mit, wenn wir auf High Streaks geben wollen, also wirklich Killstreaks, nicht einfach nur die Streaks für die Drohne, Konterdrohne, Gunship etc. Dann wollen wir uns oft und schnell heilen können. Dazu nehmen wir die KN. Ich bevorzuge das LV-Visier. Ihr könnt das Reflexvisier nehmen, einige können ohne Visier spielen. Ich persönlich bin ein großer Fan vom LV-Visier. Schnellfeuer macht die Waffe einfach deutlich besser, weil ihr mehr Schaden pro Sekunde macht. Dazu den Griff, der Rückstoß ist gar nicht so wenig, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Wenn ihr mit Visier spielt, könnt ihr den Griff theoretisch weglassen und hier etwas ändern, und zwar schnell ziehen reinnehmen. Seid ihr noch ein bisschen aggressiver beim Spielen. Dazu der Schaft ist elementar wichtig für das Ganze, weil ihr einfach schneller strifen könnt. Ihr könnt aus Gunfights schneller rausgehen. Wenn ihr in Gunfights drinne seid, könnt ihr euer Aim, wenn es ein bisschen broken ist, nach links und rechts verändern. Und ein großer Vorteil mit Schaft, das wissen viele nicht oder realisieren das vielleicht gar nicht, habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr angeschossen werdet, schneller eure Hitbox vom Gegner und vom Auto-Aim wegzubekommen, weil ihr schneller, während ihr schießt, nach links und rechts rotieren könnt. Und dazu das Hybrid-Magazin, eins der coolsten neuen, ich sag mal, Aufsätze, die es in diesem Spiel hier gibt. Ihr bekommt 10 Kugeln mehr und ladet schneller nach. Wirklich sehr, sehr cool das Ganze. Das ist auf jeden Fall für mich die Empfehlung für eine richtig gute Klasse. Die zweite Klasse, die ich euch unbedingt vorstellen muss, ist nach wie vor für mich die zweitbeste Waffe im Spiel, ist die Spitfire. Das letzte Update hat dafür gesorgt, dass die Spitfire leider Gottes, aus welchem Grund auch immer, ein paar Nerfs bekommen hat. Unter anderem hat die Spitfire ein kleineres, erweitertes Magazin. Es sind nur noch 45 statt 53 Kugeln damit. Und das schnelle Magazin lädt langsamer nach. Was aber nichts an dem Schaden und an der Handhabbarkeit der Waffe ändert, weshalb ich euch das hier so empfehlen kann. Nehmt beide Magazine mit, das ist ein absoluter Munifresser, und den Schaft dazu. Schnell ziehen ist nicht wichtig, Lasermarkierer kann man machen, muss aber nicht. Definitiv Schaft meiner Meinung nach. Jede SMG, die wir spielen, wollen wir mit Steam Injection spielen. Comsec-Gerät oder Akustiksensor macht in den normalen Modi wie Herrschaft, TDM, Stellung einfach keinen Sinn. Dazu Plünderer, weil, wie ihr schon gehört habt, diese Waffe ist ein absoluter Munifresser. Und selbst wenn ihr mit Crash spielen solltet, seid ihr oftmals dabei, dass ihr keine Muni habt während Gunfights, also Plünderer. Das überlässt uns nämlich auch die Möglichkeit, sobald wir Plünderer in einer Klasse haben, brauchen wir Crash nicht spielen, sondern können einen anderen Charakter auswählen. Zum Beispiel den Prophet oder den Purifier, also den Reiniger, vielleicht den Seraph, wenn ihr das gerne mögt. Da habt ihr im Prinzip freie Bahn. Dazu Gung-Ho, ich habe es euch eben erklärt, das werdet ihr in jeder Klasse finden. Und hier könnt ihr gucken, wenn ihr den kleinen Vorteil von schneller Slime und etwas besserem Movement haben wollt, könnt ihr Gewandtheit nehmen. Alternativ zu Gewandtheit gibt es aber auch die Option, dass ihr hier noch schnell ziehen mit reintut. So habt ihr dann die Möglichkeit, die Waffe noch etwas stärker zu machen, und dazu habt ihr ja nach wie vor Gung-Ho und Plünderer, was an Perks absolut ausreichend ist. Ihr seht, auf Totenstille verzichten wir komplett.
Seitdem das letzte Update rauskam und die Spitfire etwas schlechter gemacht wurde aufgrund der geringeren Munitionskapazität, ist die Saug hingegen wieder deutlich angehoben. Nicht, dass die Waffe an sich besser gemacht worden ist, aber im direkten Vergleich wurde sie weniger angerührt als die Spitfire. Was für uns bedeutet, dass die Saug im Prinzip ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der Spitfire hat. Dazu kann ich euch nur empfehlen, die Saug hat ein bisschen Rückstoß, gerade auf Entfernung. Nehmt ruhig einen Griff mit, traut euch, keine Sorge. Dazu schnelles Magazin, die Waffe lädt sehr, sehr langsam nach. Das hier ist Public, das hier ist kein CWL, das hier ist kein Competitive. In Competitive braucht ihr ein schnelles Magazin nicht, hier im Public ist es wirklich hilfreich. Dazu Schaft 1 und Schaft 2. Schaft 2 bewirkt im Prinzip Folgendes. Maximiertes Bewegungstempo beim Zielen, zielen Sie weiterhin, wenn Sie springen, landen oder während Sie liegen, vorwärts bewegen. Das ist wirklich, wirklich hilfreich und ein cooler Aufsatz, kann ich euch nur empfehlen. Die Geschwindigkeit, die ihr im Scope damit verbringt, ist elementar höher als nur mit Schaft 1. Dazu, ihr habt es gesehen, Plünderer und Gung-Ho ist wieder dabei. Auch hier, Crash ist nicht notwendig, nehmt einen Firebreak mit, nehmt den Prophet mit. Sucht euch einen schönen Spezialisten aus, der ein bisschen Schaden macht. Da passt auf jeden Fall diese Waffe hinzu und ist im Prinzip mit der Spitfire zusammen meine Lieblings-SMG aktuell. Natürlich darf, das ist für mich mit Abstand aktuell, die beste Klasse und das stärkste Sturmgewehr, was wir irgendwie in Black Ops 4 haben. Die ICR-7. Absolut genau, absolut viel Schaden auf Distanz. Dadurch, dass ihr sehr genau seid, verballert ihr nicht viel. Und ihr könnt mit dieser Waffe unglaublich auf Streaks gehen. Wirklich unglaublich. Dazu nehmen wir, ich mag das Iron Sight davon nicht, ich nehme gern das Reflexvisier mit, ihr könnt aber auch ohne spielen, wenn ihr das wollt. Dazu wollen wir beide Griff haben. Das liegt einfach daran, wenn wir eine Waffe haben, die keinen Rückstoß hat, dann wollen wir dafür auch sorgen, dass das so bleibt. Griff 1 ist gut, Griff 2 macht die Waffe wirklich perfekt. Und dazu habt ihr ein, ich sag mal, drittes Perk, wo ihr die freie Auswahl habt. Ihr könnt schnell ziehen nehmen, das geht natürlich, ihr könnt aber auch langer Lauf nehmen. Ich persönlich sehe langer Lauf nicht als so hilfreich, weil der Schaden auf Reichweite schon sehr, sehr gut ist. 10, 20 Meter weiter macht kaum Sinn, weil ihr so weit gar nicht schießen könnt. Also schnell ziehen, Alternative würde ich sagen Vollmantel. Dazu jetzt eine kleine Änderung, das Comsec-Gerät. Das hat einen einfachen Grund. Wir wollen mit dieser Streak nicht auf Nukes gehen, sondern unsere High-Kill-Streaks bekommen. Also das Drohnengeschwader, den Kampfheli, das Scharfschützennest, den Thrasher, alles was schön hoch ist und teuer ist. Dadurch, dass ihr hier wirklich sehr, sehr viel Schaden macht und eine sehr, sehr gute Waffe auf Distanz habt, seid ihr relativ selten in Close-Range-Gunfights, wenn ihr euch ordentlich bewegt. Deshalb Comsec-Gerät so, dass alles, was ihr an Killstreaks nehmt, zu rabattierten Kosten verdient werden kann. Dazu Taktikmaske, denn wir wollen dieser Klasse komplett darauf gehen, Punkte zu sammeln. Und der beste Punktesammler als Spezialist ist nach wie vor der Crash. Mit seiner Muni, mit seinem Tech-5-System, mit allem Möglichen. Was uns hier erlaubt, kein Plünderer mitzunehmen, stattdessen Taktikmaske. Größerer Widerstand gegen Neuenknall, Erschütterung, Stacheldraht, Reaktorkern, Sucher, Sturm, Eispickel, EMP und Konterdrohne. Viel besser, meine Lieben, geht es gar nicht. Dazu Gung-Ho, ihr wisst es, und da wir genau einen Platz frei haben, Totenstille. Totenstille ist sehr angenehm, einfach, ihr hört eure eigenen Schritte nicht. Alle anderen von diesen Perks sind eigentlich ziemlich unsinnig. Geist habe ich schon mal durchgegangen, das bringt leider gar nichts in dem Spiel. Außer ihr seid im Vollsprint, sobald ihr aber auch nur einmal schießt, seid ihr nicht mehr im Vollsprint und das Perk ist unsinnig. Und dann haben wir jetzt ja schon 4, das ging ja relativ schnell. Wir haben aber noch eine Leute. Und zwar... Es ist die Maddox mit dem LV-Visier. Schnell ziehen, Schaft und... Das müssen wir einmal ändern. Schnell ziehen 2. Viel, viel besser als schnelles Magazin. Absolut kranke Waffe nach wie vor. Wurde runtergepatcht, hochgepatcht, alles mögliche. Aber jetzt ist die Waffe endlich da, wo sie eigentlich sein soll. Dazu Steam Injection und wir spielen, weil wir hier... ohne Plünderer spielen wollen. Wir wollen hier auf entspannte Streaks gehen, wir wollen hier Richtung Nuklear gehen, deswegen Taktikmaske und dazu den Crash, dass ihr euch einfach öfter mal heilen könnt. Gung-Ho natürlich und Totenstille.
für mich eine der besten Klassen, wenn nicht aktuell sogar immer noch die beste. Die Titan ist natürlich absichtlich rausgenommen. Wenn ihr auf Schnellziehen verzichten wollt, weil ihr in den Gunfights vielleicht etwas vorsichtiger sein wollt, habt ihr auch die Option, hier ein bisschen Overkill zu machen. Den Schaft auf jeden Fall drinnen lassen und doppelt schnelles Magazin. So schnell habt ihr noch nie nachgeladen und könnt wirklich sehr, sehr aggressiv spielen. Das sind meine 5 Klassen, die ich euch absolut wirklich wärmstens ans Herz legen kann. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr neue Klassen habt, die ihr so vielleicht nirgendwo gesehen habt, die ihr jemandem gerne präsentieren wollt. Ich würde die gerne beim nächsten Klassen-Setup-Videos, wo es nur um Streaks geht oder nur um SMGs, da überlege ich mir noch, was für ein gutes Thema ist, gerne mit reinnehmen. Schreibt mir in die Kommentare, was ist für euch die Lieblingsklasse aktuell. Lasst ein Like da, ich bin raus, haut rein.